Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute einen super grob gehäkelten Schal. Ich habe dafür ein Knollwolle doppelt gehäkelt. Und ihr seht, das Ganze startete hier mit Grau und mit Violett und ging dann hier rüber einheitlich zu diesem ganz, ganz leichten, puderigen Rosaton. Und hier auch einmal so der Blick rein, also wirklich super, super dick und richtig schön flauschig und kuschelig. Schön locker gehäkelt, schön flexibel, sehr, sehr stretchy. Und hier dazwischen natürlich verschiedene Farbabschnitte, wo sich die Farben so durchwechseln. Hier ein bisschen das alles gemixt, rosa, grau, violett, eben alles dabei. Und hier wird es dann immer mehr rosa und zu dieser Seite hier entsprechend mehr grau und violett. Also ganz spannend. Und was ihr sonst noch braucht, welche Nadel ich verwendet habe und um welche Wolle es sich hier genau handelt, seht ihr natürlich alles jetzt. Ganz viel Spaß! So ihr Lieben, los geht's mit der Mega-Color-Wolle hier von Rico Design. Das ist Farbverlaufswolle und zwar habe ich hier einen Farbverlauf von so einem leichten Grauton rüber über so einen Puderton hin zu so einem ganz leichten Violett. Hier sieht man auch einmal den Farbverlauf, wie sich das Ganze so gestaltet. Der Faden besteht immer so aus drei Elementen und die Fäden werden so nach und nach durchgewechselt. Hier sieht man das ganz gut, da ist zum Beispiel ein heller Faden auf zwei etwas dunklere. Und die Wolle ist tatsächlich hier einmal die Farbe Nummer 5. Gedacht für 6er bis 7er Nadeln. Ich mache es allerdings so, dass ich zwei Fäden davon gleichzeitig häkle und tatsächlich meine 12er hier benutze. Da haben wir es einmal, also die 12er. Das sind insgesamt 100 Gramm Wolle auf 25 Meter, 80% Polyacryl und 80% Polyacryl und 20% Wolle haben wir hier. Also ein Mix. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich das Knäuel einmal von außen und einmal von innen parallel häkle. So, also ich starte mit diesem Farbton hier und gleichzeitig auch mit dem Grau. Das hole ich mir auch einmal raus und schaue da einmal, wo ich den Star tatsächlich liegen habe. Die beiden habe ich dann hier. Also insgesamt 6 von diesen Mini-Fäden. Die seht ihr hier jetzt auch nochmal sehr gut. Ich habe hier jetzt 3 in diesem Violett und 3 in dem Grauton. So, die lasse ich parallel liegen. Das Knäuel kommt einmal runter. Ich habe mir von beidem so ein bisschen was rangeholt. Und dann geht es los. Ich häkel die einfach wie einen Faden. Halte sie auch genauso in der Hand. Also einfach Umschlag nehmen. Und los geht's mit einer Luftmaschenkette. Und zwar häkel ich eine gerade Anzahl an Luftmaschen als Basis. 1, 2, 3, 4 habe ich schon. 5, 6, 7, 8. Seht, wie schön groß das Ganze direkt wird. 8 habe ich. 9, 10, 11, 12. Und ich mache insgesamt 14, also kommen noch 2 weitere dazu. Und hier habe ich jetzt 14 Maschen als meine Basis. Dann gehe ich in die vierte Masche tatsächlich zurück. 1, 2, 3 Maschen lasse ich aus. Und häkel dort eine feste Masche hinein. Also den Faden einmal hochholen und durch beide durchziehen. Dann lasse ich eine Masche aus hier unten, nehme eine Luftmasche oben und häkel in die übernächste Masche wieder eine feste Masche hinein. Einstechen, Faden holen und durch beide durch. Luftmasche, unten eine auslassen und hier hinein häkeln, einstechen, Faden holen und durch beide durch. Dann wieder eine Luftmasche nehmen, eine auslassen und hier unten wieder einstechen und durch beide durch. Luftmasche, unten eine auslassen, einstechen und durch beide durch. Wieder eine Luftmasche nehmen, wieder hier eine auslassen und in die letzte Masche schon, ihr seht, das geht richtig schnell, wieder eine feste Masche. So, ich habe das Ganze jetzt einmal abgehäkelt. So, ein bisschen Wolle nachholen. Und dann geht's weiter. 2 Luftmaschen nehmen,
eine für die Höhe und eine schon über als Überbrückung hier für die feste Masche, die ich hier gehäkelt habe. Ich drehe das Ganze nämlich jetzt um und häkel immer um die Luftmaschen der Vorreihe herum. Hier also einfach einstechen und eine feste Masche häkeln. Dann wieder eine Luftmasche als Überbrückung für die feste Masche und ich habe hier die nächste Einstichstelle liegen. Also in diese Lücken steche ich jetzt immer ein und häkel ganz locker wieder feste Maschen, eine Luftmasche nehmen, dann wieder eine feste Masche häkeln, dann wieder eine Luftmasche und wieder eine feste Masche. Also immer Luftmaschen und feste Maschen im Wechsel häkeln. Feste Masche, Luftmasche und dann habe ich hier als letztes die kleine Luftmaschenkette liegen und da herum wird auch eine feste Masche gehäkelt. Ihr seht, hier habe ich wieder die Einstichstellen für die nächste Reihe. Das sind eben die Luftmaschen. Ich nehme wieder zwei Luftmaschen für zum Wenden. Und dann zeige ich euch die dritte Reihe nochmal. Einmal drehen und wieder zurückhäkeln. Hier direkt einstechen. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche. Also immer schön im Wechsel und so langsam lässt sich hier auch schon so das Maschenbild erkennen. Wirklich mega, mega flauschig. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche und noch eine Luftmasche. Und zum Abschluss kommt dann natürlich noch eine feste Masche wieder dazu. Und ich bin auch fertig mit dieser Reihe. Und wie gesagt, man kann jetzt wirklich schon sehr, sehr schön die Struktur erkennen, wie hier eben die festen Maschen immer um die Luftmaschen der Vorreihe herumfassen. Ich häkel das jetzt nochmal ein paar Reihen weiter und gebe euch dann nochmal ein Update. Und hier habe ich jetzt das erste Update. Ihr seht, es wird wirklich richtig, richtig schön grob und eben auch wirklich sehr voluminös mit der Nadel. Auch diese Kombination aus dem Grau und aus dem Violett ist super, super schön. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Eben mit den Luftmaschen und den festen Maschen ein wirklich sehr, sehr schönes, ganz einfach schnell gemachtes Muster. So, ihr Lieben, inzwischen habe ich fast das gesamte Knäuel verhäkelt. Es ist nur noch ein ganz, ganz kleiner Rest übrig. Und ich zeige euch jetzt einmal den Farbverlauf. Der ist nämlich ganz spannend geworden. Ihr seht hier Grau und Lila zusammen. Habe ich ja gestartet. Dann kam hier langsam das erste Rosa so dazu. Und dann wird es tatsächlich nach und nach immer mehr. Hier haben wir jetzt deutlich mehr Rosa drin und noch so einen ganz leichten Grauschimmer. Und Violettschimmer natürlich auch. Und dann endet es hier tatsächlich komplett mit dem Rosa, mit diesem ganz leichten Rosaton. Und ihr seht hier auch tatsächlich den Rest, den ich noch habe. Es war dann ein kurzer Abschnitt noch in Rosa, also wirklich dann komplett einheitlich die Farbe. Also die Farben haben sich wirklich sehr, sehr schön gleichmäßig durchgewechselt. Hier sieht man noch den Grau- und den Violettanteil mit drin und dann hier ganz schlagartig eben der Wechsel rüber. Sehr, sehr schön und der Schal an sich ist einfach mega, mega fluffig und mega kuschelig geworden. Ihr seht hier, das Ganze ist relativ locker. Also man sieht meine Hand hier so durch, aber wenn man das Ganze dann natürlich so mehrfach um den Hals trägt und dafür ist auf jeden Fall genug Schal da. Also der ist wirklich sehr, sehr schön lang geworden, hat ungefähr so einen Meter, ja, 60 bis 1,80 Meter an Länge. Sehr schön, ihr seht hier auch richtig schön flexibel, lässt sich natürlich auch auf verschiedene Arten binden. Einfach ein schöner Winterschal und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung und das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!